20. Oktober 2000. Es ist der Tag, an dem für Christoph Daum und Bayer Leverkusen eine Welt zusammenbricht. Das Ergebnis von Daums Haarprobe ist positiv. Unfassbar für den Leverkusener Trainer, der die Analyse doch selbst in Auftrag gegeben hat. Daum will allen beweisen, dass sein Intimfeind Uli Hoeneß Unrecht hat. Bayerns Manager hatte öffentlich über mutmaßlichen Drogenkonsum des designierten Bundestrainers gesprochen. Auch für Rainer Kallmund, damaliger Manager von Bayer Leverkusen, eine Tragödie. Und dabei geht er noch höchstpersönlich zur Kölner Rechtsmedizin, um so schnell wie möglich die Nachricht von Daums Unschuld zu verbreiten. Sagt, dann machst du direkt die Pressemeldung, das Ding ist klar. Und mir fiel natürlich aus allen Wolken und war noch sprachlos und kreidebleich, als der Herr Käferstein, der Chef, uns gesagt hat vom Gerichtsmedizinischen Institut, der Test, Kokain-Test ist positiv und auch ziemlich klar, eindeutig. Daum ist überführt und auch als Cheftrainer des DFB, der mit dem Motto »Keine Macht den Drogen« warb, nicht mehr tragbar. Für die Bayer Bank hat Kallmund mit Rudi Völler schon eine Übergangslösung organisiert. Wir haben dann den Daum eigentlich natürlich beurlaubt, ihn gesagt, komm, geh nach USA, weil er sagt, das ist Betrug, das ist nicht richtig und nimmst du deine Kinder mit, dass die ein bisschen aus dem ganzen Medienspektakel rauskommen. Gut, er hat es ja später zugegeben und hat das auch bereut. Für uns war das natürlich schon Wahnsinn. Monatelang taucht Christoph Daum ab. Im Januar 2001 gibt er eine Pressekonferenz und entschuldigt sich erstmals öffentlich. In einem Prozess, der sich über 7 Monate hinzieht, wird er zu 10.000 Euro Geldbuße verurteilt. Seine Trainerlizenz darf er behalten, sein Ruf aber ist arg beschädigt. Der Christoph Daum natürlich aus dem Olymp, Bundesliga-Spitzentrainer, designierter Bundestrainer, abgestürzt in die Hölle. Ich bin, obwohl ich die ersten Jahre natürlich sauer auf dem war, war ich dann doch froh, dass er wieder aufgestanden ist, auch seine Erfolge hatte, Meisterschaft mit Wien, mit Fenerbahce gefeiert hat, mit Köln den Aufstieg, denn das Leben ist einfach zu kurz und sich immer zu zanken, haben uns dann ein paar Jahre später da wieder ausgesöhnt.